Guten Morgen, hier vom Dreiländereck von Polen, Tschechien und natürlich Deutschland. Ach, und wo ich jetzt längs fahren werde, haben sich wahrscheinlich einige schon gedacht. Ich werde jetzt der Neiße wieder folgen Richtung Norden, wenn ich jetzt nach Cottbus will. Boah, das wird noch ein ganzes Stück sein, das werde ich heute natürlich nicht schaffen. Das sind noch etliche Kilometer, aber heute habe ich mir schon ordentlich was vorgenommen. Denn heute so 110, 115 Kilometer circa Bad Muskau, das ist mein Ziel. Da habe ich mir so einiges ausgeguckt, wo ich vielleicht landen werde heute Abend. Mal sehen, was klappt. Ja, und dann am morgigen Tag geht es weiter hoch bis Forst und dann rüber nach Cottbus. Das ist so der weitere Plan. Ja, ich habe mich schon lange auf diese Runde so ein bisschen eingefoxt. Ich habe natürlich mehrere gehabt, aber nachdem einige hier auch schon längst gefahren sind und da möchte ich mal gleich mal YouTuber-Kollegen grüßen, den Wolfsmensch auf dem Velo und die Radlmaus, die sind natürlich hier ganz schön längs gepäst hier an diesem Oder-Neiße-Radweg, den ich heute fahren werde, in die eine Richtung Quelle. Ja, die haben ganz schön was abgerissen an Kilometern. Das habe ich heute natürlich auch schon ein bisschen vor, aber nicht ganz so viel. Und natürlich auch Frau Ems Drahtesel-Geschichten, die sind ja auch erst der Spree gefahren und dann Oder-Neiße-Radweg. Ich konnte das noch nicht so richtig gucken, da ist gestern erst der fünfte Teil rausgekommen, von Cottbus bis nach Bautzen. Also das konnte ich mir erst gestern Abend angucken, aber ja. Jetzt geht's weiter. Jetzt mache ich meinen Film hier an der Neiße, ganzes Stück, an einem schönen Tag. Es war recht frisch heute Morgen auf dem Campingplatz, neblig, richtig feucht, das Zelt ist richtig klitschenass. Ich habe das Pullover an, aber jetzt kommt die Sonne raus und dann werde ich den Pullover sofort ausziehen. Naja, für 12,50 für den Campingplatz war der richtig in Ordnung, richtig toll, war auch super gelegen, genau dasselbe wie davor, ja, bloß etwas billiger. Also es hat super geklappt in der Nacht, gut geschlafen, gut erholt, schon gut gefrühstückt am frühen Morgen, denn ich bin Frühaufsteher. Also kann es losgehen an der Neiße und dann wünsche ich viel Spaß bei den kommenden Bildern. Ins Zentrum von Zwickau muss ich hier nun nicht, da war ich ja gestern in der City. Und hier mündet jetzt der Fluss Murnau in die Neiße. Jetzt wird sie noch ein Stück breiter. Und den Fluss, den habe ich ja gestern noch ein bisschen verfolgt. Und ja, schöner Tag. Könnte es werden, wenn die Sonne jetzt endlich durchkommt. Da ist alles blau. Ah, sie versteckt sich noch. Naja, aber sie wird schon kommen. Und wenn nicht, gestern war es ja auch ohne, wenn es nicht geregnet hat, ohne den Regen, war es ja auch ziemlich warm und trotzdem gut. Naja, und der Weg, die ersten Kilometer waren auch jetzt ganz okay, aber Bäume, ja, Pflasterung, Asphalt verträgt sich nicht immer. Da waren schon einige Strecken mit natürlich Wurzelschäden. Aber ich hoffe, es wird nicht so viel werden hier. Naja, weiter geht's. Nach etlichen Kilometern nicht an der Neiße bin ich jetzt wieder dran. Ich habe das Gefühl, dass es hier ein bisschen stinkt. Ja, ich war gerade Hirschfelde durch,
Da sieht man ja auch das große Kohlekraftwerk. Die dunklen Wolken da oben, das sind die Dampfwolken. Schönen Anblick ist das nicht. Vielleicht täuscht man sich, dass das hier so komisch riecht. Aber egal. Ich glaube, es ist eher täuschen, weil die sind doch in der EU, die müssen doch auch schon Filter haben, oder? Naja. Schöner Weg war es jetzt gerade nicht, da an der Bundesstraße. Aber man konnte gut rollen. Nur leicht bergauf, bergab. War doch ganz in Ordnung trotzdem. Aber jetzt geht es wohl hoffentlich wieder weiter, mehr am Fluss, Richtung Kloster Marienthal. Jetzt da längst, nicht mehr weit. Ja, wo mal wieder ein schöner Anblick hier. Das Kloster St. Marienthal. Weinanbau gibt es hier sogar auch. Und scheint auch gerade alles frisch gestrichen zu sein. Ja, jede Menge Geschichte hier. Ja, einige haben bestimmt schon mal andere Bilder gesehen bei anderen. Also ich brauche jetzt hier nicht die großartige Geschichte erzählen. Einblenden kann man es ja immer. Aber ich will weiter. Der Weg ist ja das Ziel. Aber sowas ist doch immer mal zwischendurch schön anzuschauen. Hier bin ich jetzt am Berzdorfer See. Ich bin jetzt ein ganzes Stück gefahren ohne eine Bank. Ja, warum eine Bank? Ich wollte eigentlich mal frühstücken. Seit Ostritz, das ist fast 10 Kilometer her, da war gar nichts, überhaupt nichts. Die Strecke war zwar nicht die schlechteste, da hätte man auch gute Plätze finden können, aber naja, musste ein ganzes Stück fahren, das war fast eine Dreiviertelstunde, naja, 40 Minuten vielleicht, weil ich immer was guckte, wo eine Bank ist. Jetzt habe ich hier eine. Natürlich mit der auch wieder tollen Aussicht, nicht an der Neiße, die ist nur 500 Meter hier entfernt. Ja, und Zelt muss getrocknet werden, das ist ja klitschenass. Aber jetzt muss ich erstmal frühstücken, Brötchen habe ich mir geholt. Aber es ist schon fast so spät, 11:45 Uhr, dass ich schon fast am Überlegen war, wenn 13 Kilometer kommt Görlitz, ob man da nicht gleich Mittag isst. Aber dafür habe ich jetzt doch noch ein tolles Plätzchen hier gefunden, an diesem ja, Tagebau ist es ja auch schon wieder gewesen hier. Ein gefluteter, ja. Aber hat er immer was Gutes hier, sowas. Ja, da kann ich jetzt gut frühstücken. Ein tolles Plätzchen wieder gefunden. Ich glaube, das ist doch wieder perfekt hier. Ach, war doch gut, dass ich so weit gefahren bin, dass ich keine Bank gefunden habe.
Jetzt bin ich hier in einer wirklich tollen Stadt, muss ich sagen. Görlitz, sehr gute, sehr schöne Innenstadt, Altstadt. Das ist nicht umsonst, dass hier so viele Filme gedreht werden. Echt top. Macht echt Spaß. Oh, sowas. Darauf habe ich mich echt gefreut, auf diese Stadt. Okay, es wird ein Ganztagesreise wert hierher, um sich alles anzuschauen. Ich habe nur einen kleinen Schlenker gemacht. Ja, kaum zu glauben. Dort drüben ist schon wieder Polen. Ja, sieht nicht so ganz so gut aus wie hier bei uns hier in Deutschland, aber so langsam wird es da drüben ja auch. Man kann sich noch daran erinnern, hier das Wehr. Da waren damals immer die Bilder. 2010 im August war hier so ein starkes Hochwasser. Da hat man hier immer die Bilder gesehen. Ja, das war sehr, sehr stark. Man sieht überall und nirgends immer noch mal wieder die Hochwassermarken. Ja, das ist immer was Gefährliches. So ruhig wie das jetzt hier alles ist. Ja, aber jetzt geht's weiter, Bad Muskau, das ist noch ziemlich weit. Als erstes kommt erstmal Rothenburg. Aber Leute, das ist hier echt eine Reise, eine Tagesreise alleine schon wert hier. Ist doch sehr abwechslungsreich, der Radweg. Gerade hinter Görlitz, da ging es ordentlich den Berg auf. Hatte man mal eine schöne Aussicht, dann ging es wieder runter, erstmal durch Dörfer. Und jetzt bin ich wieder hier unten, direkt am Fluss. Boah, ist doch nicht eintönig hier. Und mein Begleiter, der Wildschweinzaun, ist auch wieder da. Stehe ich jetzt gerade beim ja, so ein Erlebnispark hier, so mitten im Nirgendwo, auf einmal so ein ja, Familienfreizeitzentrum hier. Muss noch mal gucken, wie das hier heißt, aber naja, scheint da was los zu sein. So ein bisschen ja, mehr Kunst, würde ich sagen. Ziemlich bunt gehalten, sieht schon stark aus, aber ich fahre durch, ich fahre weiter.
15:45 Uhr, herzlich willkommen in Rothenburg, in der Oberlausitz, so heißt es hier. Ja, wie ihr seht, es wird Zeit für ein Eis. Habe ich auf der ganzen Tour ja nicht gehabt, aber heute ist es fällig. Boah, ich brauchte mal ein Plätzchen hier an der Kirche. Da kann man doch gut sitzen. Boah, eine kurze Pause. Leute, boah, die Sonne brennt. Es ist aber schon Mitte September, es ist bald Herbstanfang. Aber herbstlich ist es sowieso schon. Also es färbt sich schon so langsam alles. Es fliegen auch schon viele Blätter umher. Also es wird Herbst. Ja, schade eigentlich. Aber der Sommer war ja durchwachsen, aber ich habe ihn ja gut nutzen können. Und jetzt Pause und dann geht es immer noch weiter. Der Tag ist noch nicht zu Ende. Ich will noch ein bisschen Kilometer reisen. Ja, die Landschaften, die wechseln hier irgendwie andauernd vom Wald, dann direkt am Fluss, dann ist man hier wieder mitten in den Feldern. Das ist sehr unterschiedlich, ja, muss ich sagen, gefällt. Die Orte, die sind recht klein hier, die nimmt man nur beiläufig mit. Und so kann es auch weitergehen. Der Weg ist richtig gut asphaltiert, ein paar Fehlstellen, aber sonst ist das ganz gut. Das Schlimme ist bloß, jetzt habe ich Gegenwind. Heute Morgen war noch Rückenwind. Aber er hat voll auf Gegenwind gedreht. Aber er ist zum Glück nicht ganz, ganz doll. Das geht noch. So langsam wird es Abend, es ist gleich 18 Uhr. Ja, gleich mal gucken, ob ich da unterkommen kann, wo ich so das rausgefunden habe. Gerade eben eine Option ist verfallen, gerade eben war ein Schwimmbad mit Zeltplatz, da stand hier auch ein Schild, aber das war natürlich jetzt schon dicht, die Saison ist zu Ende. Mal sehen, wo es heute endet. Hier in Örtchen Sagan vielleicht, das ist der nächste Ort. We'll be right back.
Hier befinde ich mich jetzt an Rastplatz, Biwakplatz, weiß ich nicht, so direkt an der Neiße im Örtchen Saga. Aber hier kann auch keiner was dagegen haben, wenn man sich hier hinpflanzt mit dem Zelt für eine Nacht. Das ist doch gar nicht so schlimm. Eigentlich ein sehr perfektes Plätzchen, sehr einsam, sehr ruhig. Keine großen Straßen hier. Wow, ein schöner Abend noch hier. Echt klasse. Nach so vielen 115 Kilometer oder so langt es auch langsam. Es sind dort doch einige Höhenmeter zurechtgekommen, zusammengekommen. Da ist man doch langsam kaputt. Aber was soll's, ich bleib jetzt hier. Ich glaube kaum, dass mich hier irgendeiner verjagen wird. Ja, alles verpackt, das Zelt ist aufgebaut. Ausgebreitet habe ich mich hier auch. Koche mir jetzt ein bisschen fertigen Reis, so eine Reismischung. Mache ich mir jetzt warm. Und verdursten tue ich nicht. Ich war nämlich in Rothenburg noch einkaufen. Da habe ich mindestens 2 Radler mitgenommen. Und noch was zu trinken. Wasser habe ich genug hier. Also ich werde absolut nicht verhungern und nicht verdursten. Und schöner Abend. Es ist jetzt windstiller geworden, aber die Mücken sind da, das ist klar. Die sind hier en masse. Aber ich habe sofort wieder dicht gemacht, dass ich da wo hoffentlich keine Probleme kriege. Ich habe auch gleich was Langes angezogen, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen warm ist. Aber das muss sein, die schwirren hier überall rum. Aber naja, ich hoffe, ich werde die Nacht überleben, werde mir hier noch was essen. Und dann geht's zu Bett, waren diese Mücken. Naja, erstmal was essen. Und hier Würstchen habe ich auch noch dazu. Also ganz einfach. Kein Hexenwerk, wie immer bei mir. Aufgegessen habe ich und ich muss jetzt sagen, jetzt darf ich hier auch offiziell schlafen, denn der Platzwart war da. Ich muss jetzt wirklich mal Werbung machen für ihn. Er macht das ehrenamtlich eigentlich, das Mähen und Zurechthalten hier alles. Aber eine kleine Spende, dann ist ja auch noch alles okay. 5 Euro habe ich gegeben. Also sowas muss es viel, viel mehr geben in Deutschland. Gerade so an so einem Radweg oder so einem Fluss, wo die Paddler hier durch die Gegend sind. Also er macht das ehrenamtlich, aber er sagt, es ist auch viel Arbeit, man soll es nicht glauben. Leider gibt es sowas echt zu wenig. Also top. Also kommt hierher zu dem Biwakplatz Saga, das ist echt ganz traumhaft. Er sagte auch, da drüben der Wald, der ist seit dem Krieg unberührt, da ist keine Menschenseele drin gewesen. Unglaublich. Ja, und hier vorne ist die Grenze. Drüben Polen, hier Deutschland. Irgendwie unbegreiflich, heute so eine kleine Grenzerfahrung gemacht zu haben. Ja, der Tag, kann man sagen, war wieder ein schöner Radeltag. Wetter hat er doch gut mitgespielt. Es war nicht zu heiß. Tolle Orte gesehen. Kleine Highlights. Aber waren auch ein paar Längen dazwischen. Oh, da konnte ich auch diese Strecke gut bewältigen. Hoch und runter ging es. Also diesen Radweg darf man nicht unterschätzen. Auf jeden Fall nicht. Aber er hat seine Klasse irgendwie für sich, so wie jetzt hier. Das ist erste Sahne, muss ich gerade sagen hier. Na gut, ich habe das als erstes gewählt. Es gibt ja noch ein paar andere Dinge hier, wo man hätte zelten oder unterkommen können, aber irgendwie ist das jetzt das Wahre. Es ist kein richtiges Wildzelten jetzt hier, aber heute, es ist echt top. Wunderbar. Eigentlich trotzdem mitten in der Natur und jetzt bin ich hier. Und darf hier sogar noch schlafen im Zelt. Ich bin gespannt auf morgen früh, ob das recht kühl wird morgen. Also gestern Abend war ja schon ein bisschen Nebelschwaden, das ist heute nicht. Vielleicht ist es ja morgen früh wieder klar. Und die Mücken haben mich nicht aufgefressen. Ja, aber ich werde mich auch gleich verziehen. Ich bin echt ganz schön fertig irgendwie. Ganz schön müde eigentlich.
nicht richtig kaputt, aber man könnte sich gut hinlegen und da werde ich wieder nicht alt werden, aber wieder früh aufwachen werde ich bestimmt. Also heute, Strecke war okay. Naja, Fazit kann ich noch nicht geben zu dem ganzen Radweg, das war ja nur ein Stück. Der nice Radweg ist ja noch viel, viel länger, aber naja, zum Schluss gab es noch kräftige Aufbrüche durch Wurzeln, aber sonst konnte man das ertragen. Also die Strecke von über 115 Kilometer war okay. Für mich von der Tempo her auch ganz in Ordnung. Ich habe heute mal ein bisschen mehr Gas gegeben zwischendurch. Und natürlich die Stadt Görlitz, da muss man echt länger bleiben mal. Also ich bin bestimmt nicht zum letzten Mal hier an der Neiße. Das kann ich mir eigentlich jetzt schon nicht mehr vorstellen. Irgendwann komme ich hier wieder, aber ja, morgen ist schon der letzte Tag. Geht's rüber nach, ja, hoch nach Forst und dann rüber nach Cottbus. Soll auch noch ganz okay sein, hat der Platzwart gesagt. Eine schöne Strecke. Ja, dann freue ich mich schon mal auf morgen, auf meinen letzten Tag unterwegs. Ja, auf dieser kurzen Reise, ich muss sagen, auch eine kurze Reise bringt's. Also, naja, dann wünsche ich, was wünsche ich? Ich hoffe, es waren schöne Bilder dabei, es hat Spaß gebracht zu schauen. Also dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Tschüss. Geil. Mega nice.